Hallo Leute, ich bin Unwald von Willkommen zu einer weiteren Folge von Resident Evil 3 Remake Mods. So, ja, es gibt wieder mal einen neuen Mob. Und zwar Chill Rocks. Es ist wieder mal Bekleidungsmod hier. Ja. So spielen wir jetzt. Und es geht wieder um diesen Outfit. Gibt es eigentlich mehrere von diesem Outfit? Also, ich kann euch aber nur sagen, dass ich nur die euch leider zeigen kann. Also, es gibt das, was ich euch nicht zeigen kann. Oder ich darf nicht. Ja, ihr seht also beim so Videosequenzen gibt es Fehler, beziehungsweise die hat zwar Narben, aber so verwandlungstechnisch ist halt nur übel, ne? Und die Schmerzen sind so groß, als schießt mich. So, Game Over. Okay, ich habe so eine Pause gemacht, nicht weil wir keine neue, also weil ich keine neue Mods habe. Nee, ich habe Pause gemacht, weil ich gucken möchte, ob euch das Ganze überhaupt gefällt als Projekt. Ich habe noch, muss ich euch sagen, ich habe noch eine Idee bezüglich diesem Projekt, und zwar zum Beispiel Tops zu machen. Würde euch das interessieren, also so Top 5 Favoriten von solchen Mods könnte ich euch anbieten. Wird euch das gefallen? Wenn ja, könnt ihr mir in den Comments schreiben. Dann machen wir solche Tops noch dazu. Natürlich gibt es nicht nur für Dreier Teil, also es gibt noch für Zweier Remake. Das könnte ich auch noch machen. Ja, schon ein bisschen verkratzt, ne? Wobei, gekratzt. Also so wie ich das verstanden, Jill als Bandit. Kann man so übersetzen. So. Hallo, Bell. Ja, wer kann das sein denn? Keine Ahnung. Das fragst du mich. Bist du das? Du musst sofort raus da! Wovon redest du denn? Ich kann es dir nicht erklären! Du musst da raus! Sofort! Okay, lass mich mal. Du musst sofort raus da! Die haben uns gefunden! Denen wir Geld schulden! Oh Mann, der ist schon da, Brett! Glaub, denen ich Geld schulde, ist schon da. Au! Und der ist nicht zum Sprechen. Mann, der hat kugelsichere Weste. Lauf, Jill, lauf! Lauf, lauf! Was zur Hölle ist der? Ist der? Ich hab nicht so viel geschuldet. Ich hab nicht so viel Geld geschuldet. Ja, komm, schnell raus hier durch den Fenster. Ja, ich glaube, die halbe Stadt schuldet jemandem hier. Oh Mist. Tja. Heutzutage baut man die Gebäude nicht so fest. Man. Steckt das wieder ein. Auch wenn meine Unterhosen ein bisschen zerrissen sind. Lauf! Renne! Oh, ja, so geht auch. Mist. Hier. Schnell.
Nein. Kommen wir da rein. Wir sind noch nicht fertig. Der Boden hält nicht. Das ist kein Drei-Wetter-Taft. Das hält nicht. Schnell, 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 schnell. Lauf, lauf, Jill, lauf. Oh, ich bin draus. So, komm, jetzt aber. Steh auf. Steh auf. Hier drüben! Hey Brett, hast du neue Kleidung? Meine ist zerrissen. Geht's dir gut? Was war das für ein Ding? Keine Ahnung. Aber es ist hinter den zwei letzten Stars her, die noch in der Stadt sind. Dir und mir. Ich bleib nicht hier. Sieh dich um. Je länger wir warten, desto schlimmer wird's. Hast du recht? Aber hast du eine neue Kleidung? Was ist so schnell passiert? Weiß nicht. Aber eine Katastrophe führt immer zur nächsten. Das ist wie Arklay, nur viel schlimmer. Hey, hey, warte! Hier unten! Oh, verdammt nochmal! Träumen wir? Können so viele Menschen infiziert sein? Brett! Pass auf! Aufpassen, Brett, aufpassen. Ja, lass mich mal nur machen. Ein paar Mal sterben. Oh Gott. Du bist so hässlich, Alter. Komm, wir gehen mal rein. Ja, Brett, damit kannst du die nicht töten. Denk nicht mal dran. Nein, ich. Immer. Und versau's nicht wie ich. Geh! Sind wir ein Team? Immer. Sorry, Brett. Pete, ich muss mal. Ja, tut mir leid, Brett. Ich werde dich vermissen. Ich werde. Auf dein Begräbnis einer trinken. So. Aber die schießen nicht mit Pistole, sondern mit etwas anderem. Haha. Ja. Friss mein Blei. Schnell Zugriff. Und zwar auf One. So, jetzt. Komm, friss mein Blei, Alter. Ist gesund für deine Knochen und so, die du nicht mehr viele hast. Ist meine Blei. Tja. Vorsicht, Jill. Da fällt alles auseinander. Na, ja, komm schon raus. Na? Gut. Hey, du da! Ich komm gleich! Nur nicht wegfliegen! Lasst euch nicht wegbomben! Ich bin eh schneller. Welche Sicherheit? Ich geh doch nicht raus! Ja, gut, dann komm, ich helf dir mal zu. Genau, komm, ich helf dir. Komm, schließ die Tür, genau so. Bleib dort, komm nicht raus. So. Warte, ich lade mal nach.
Ihr wollt mich also, ne? Ihr blöden Kötter wollt mich also. Blöden Kötter. Es ist eure Schuld, dass ich in zerrissenen Hosen rumlaufe. Komm. Und wo bleibt deine Fresse? Da, genau. Auf die Fresse habe ich gewartet. So. Hallo, Alterchen. Brauche ich irgendwie irgendwas? Nicht so. Oh Gott. Noch zwei. Wegtreten. Du. Bleib liegen. Bleib liegen. Ich habe noch viel davon. Naja, nicht mehr, aber okay. Knopf drücken, aufmachen, reingehen. Es ist besetzt. Und der Fahrstuhl hält nicht viel Kilo. Ich habe bei Julius die Arschbacke verkratzt. Und die Hände. Und überhaupt. Passt aber zu dieser apokalyptische Feeling, ne? Hey, hey unten. Willst du mich nicht aber prüfen, ob ich gebissen wurde oder so? Oder ist dir sowas von egal? Naja. Das war's mit meiner Fahrgelegenheit, ne? Oh Mist. Schon wieder dieser Antreiber. Ja, gib mir mal dein Auto. Komm, spring an! Ich hab es nicht umsonst geklaut. Jetzt bin ich dran, Arsch! Genau. Friss mein Blei! Mein Auto. Halten, halten, halten. Und Abflug. Oh Mist. Au, das war eine harte Landung. So, komm, jetzt raus. Chill, raus mit dir. Ja, ich weiß, ich weiß. Er lebt aber noch. Hey, Arschloch. Komm, raus da. Raus, chill, raus. Stars. Hey, Arschloch. Gut gefangen. Hier noch einer. Den zweiten hast du auch gut gefangen. Bis der nächste Olle kam. Langsam, ich helfe dir. Wer sind Sie? Was machen Sie? Ich bin Sie? Carlos. Ich rette dich. Komm, ja? Bringe dich in Sicherheit. Carlos. Auch der Fußballer. Ja, und das war der nächste Olle kam. Ich glaube, wir sind sicher. Wirklich. Wir bringen Überlebende hierher. Hierher? Carlos, du musst meine Haare schneiden. Ist sicher. Ist sicher. Geht schon. Brauchst du einen Raum? Okay, versteh schon. Gehen wir. Guck mal, ich habe sogar ein Gewehr. Guck. Carlos, hab genauso wie ein dein Gewehr. Guck. Siehst du? Guck. Was weiß ich über dieses Monster? Nichts. Hab sowas noch nie gesehen. Aber das ist kein Zombie. Er weiß, was er will und er hört nicht auf, bis er es kriegt. Gefallen dir solche Männer nicht? Nein, danke. Du kannst ihn haben. Hör zu, ich verspreche dir, du bist ein guter Mann. Ich gehöre zum Umbrella Bagger Hazard Counterline. UBC. Kurz UBCS. Willst du mich verarschen? Ihr seid für das alles verantwortlich. Genau. Wovon redest du da? Knall ihn ab. Knall ihn ab. Du brauchst
brauchst mir ja nicht zu vertrauen, aber ich gehe zum Schutzraum. Kommst du mit? Ich habe ja auch nichts anderes vor. Warte. Ja, ich komme schon. Lauf, 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 lauf. Lauf, viel, lauf. Wo ist die Tür? Ja. Die ist, wie heißt sie? Diese junge Frau braucht Hilfe. Michael. Irgendwas. Carlos, du hast diese nette junge Frau nicht nach ihrem Namen gefragt. Sie gehört zu einer RIPD-Elite-Einheit, ist ein Mitglied von STARS. Ihr Name ist irgendwas Valentine. Irgendwas. Ich bin Jill. Jill, Valentine. Freut mich sehr, Jill. Michael Victor. Ich bin UBCS-Kolonnenführer Michael Victor. Mein Team ist hier, um Zivilisten zu retten. Also, ich habe das Gefühl, dass bei den Amis nur zwei Namen, die sie aussprechen können. Michael und Victor. Die meisten der 100.000 Zivilisten werden wohl tot enden. Korrektur. Und tot. Meine Kolonne hat heftige Verluste erlitten. Michael, Victor und noch einen Namen haben sie immer in Filmen reingebracht. Ja. Wir tun alles, was wir können. Wenn wir diese U-Bahn in Gang kommen, können wir Überlebende evakuieren. Wir brauchen Hilfe. Meine Männer schaffen es nicht allein. Okay. Ich helfe. Aber ich bin auf deren Seite, nicht ihr. Oh hey. Alles klar, wir wollen dasselbe. Superkopf. Okay, Superkopf. Hier. Damit bleiben wir in Kontakt. Ich weiß, was das ist. Carlos, du musst zum Friseur. Zuerst. Du brauchst eine Ausrüstung. Geh hoch zur Straße. Da findest du Vorwurf. Gut. Und ich glaube bei dir hier noch etwas. Michael Victor. Das ist der einzige Name, den sie aussprechen. Vielleicht noch Alex. Oder Sascha. Aber Sascha ist hier ja Alex. Oder Alexander. Nur kurz halt Alex. Ah, hast du mich vermisst? Wie lautet der Plan? Der Alte lässt mich die Schienen freischaufeln. Könntest du das U-Bahn-System wieder in Gang bekommen? Wie stelle ich das an? Als erstes brauchen wir Strom. Ich navigiere dich zum Unterberg, sobald du bei der Hauptstraße bist. Verstanden. Beeilen wir uns. Wie lautet das Plan? Keine Ahnung. Aber erstmal die Schienen freischaufeln. Aber ich kenne das Prozedere. Wir werden natürlich nur bis hierhin gehen. Bis hierhin. Und dann speichern wir. Ich kenne das ganze Prozedere, weil wir fangen eh immer wieder neu an. Ihr wisst auch warum. Weil das Ganze kein so richtiges Projekt ist. Sondern eher so, beziehungsweise kein so richtiger Spiel und Let's Play und so weiter. Weil halt eher so, mehr so, ja. Jetzt wollte ich was sagen und hab vergessen was. Na super. Aber okay. Ihr wisst was, ich meine halt. Das ist halt zum Mods zeigen. So, jetzt speichere ich das Ganze ab. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, ihr wisst, was zu tun ist. Und bis zum nächsten Mal. Eure Lonwolf, haut rein.
Ciao.